Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von The Vanishing of Ethan Carter, das Verschwinden von Ethan Carter. Wie auch in der letzten Aufnahmesession sitze ich hier nicht alleine, denn bei mir sitzt die Lady Angel. Hallo zusammen. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier im Haus irgendwie gescheitert, wir haben das Rätsel nicht ganz gerafft und deswegen haben wir uns jetzt für diese Aufnahmesession dafür entschieden, das sieht immer noch so geil aus, wir haben uns für die Aufnahmesession überlegt, wir gucken jetzt erstmal uns das andere Haus an, wenn wir da überhaupt reinkommen, ja. Was ich fast schon bezweifle, dass wir da reinkommen, wir können ja mal rennen eben. Da kommen wir gar nicht hin, wa? Ich weiß. Weil, warte mal, kommen wir da die Böschung hoch? Da geht aber rechts an der Seite geht ein Weg hoch. Ja, gucken wir sofort mal. Ich guck mal eben, ob hier an der Böschung irgendwas hochgeht. Ich hoffe natürlich wieder, dass das heute vom Ton her passt. Aber ich glaube nicht, dass wir hier... Wo kommen wir? Doch, wir kommen hoch. Wow, wir können auch klettern. Naja, wirklich klettern ist das nicht. Ein Hügelchen hochlaufen, das ist ja. So. Aber viel erkennen tut man dann nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Gucken, ob wir da reinkommen irgendwie. Ach, guck mal, da geht's auch noch weiter. Ja. Mann, Mann. Oh, tatsächlich, wir kommen da rein. Wow. Ja, das ist ja geil. Dann können wir uns ja doch mal die mal eben angucken. Ja. Ah. Schau dir diese unheilvolle Musik. Ich hab ein bisschen Angst. Also. Warte mal, wo sind wir? Da geht schon mal hoch. Moment, wir starten, glaube ich, hier an der Tür. Ich glaube, ja. An der Tür kommen wir rein. Ja. Das heißt, wenn wir hier nach rechts gehen, haben wir dann hier dieses Räumchen mit der Treppe nach oben. Dann haben wir hier die Küche mit der Puppe. Und hier haben wir ein Räumchen mit Tisch und... Something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Okay. Ja. Okay, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal so weit gesehen, diesen Abschnitt. Hier ist wieder ein Buch, wo wir nichts mitmachen können. Hm. Gucken wir hier nochmal eben kurz rein, ob wir da noch irgendwas haben. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. Okay. Ganz schön dunkel. Ja. Ätzend dunkel. Ich mag das ja gar nicht so von der Atmosphäre her. Was ist denn hier? Ach, guck mal einer an. Da Aha. Hast du sofort was zu lesen. Ja, immer ich. Oder auch nicht. Ein Foto. So, was haben wir denn? Wir zoomen LT. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So, drehen können wir es auch. Da steht ein Text bestimmt drauf. Aha. So, Text zurücklegen. Wir gucken uns jetzt erstmal den Text an. Ja. Das kann ich auch ich lesen. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein. Papa war traurig. Mama war wütend. Travis war laut. Opa war ruhig. Und das sagt uns was? Hm. Okay, Mama sieht wirklich wütend aus. Aber traurig erkenne ich da jetzt nicht, weil Papa traurig, ne? Ich glaube. Das bestimmte, ganz rechts ist bestimmt der böse Onkel. Der böse dicke Onkel. Und der andere ist der Opa und link, der links ist der Ethan. Ja, und daneben der Opa. Aha. Okay. Zurücklegen. Da. Zurücklegen ist so. Das haben wir damit so schon mal gesehen. Hab ich dir nicht gerade das Röcheln verboten? Niesen lässt sich nicht kontrollieren. Gut, dass ich meine Niesattacke nicht mehr habe. Ja, das okay, das ist klar. Der Raum war ja klar. Kam jetzt aber ohne Frau an. Son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Hm. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay. Ein Geheimzimmer? Mhm. Ich ahne Schreckliches. Ja, ich auch. So, damit das haben wir... Das Vandegrift House ist das andere, ne? Oder das? Ne, das müsste das Vandegrift House sein. Okay.
Okay. Das andere war ja kein Haus, das war ja... Hauptsache, du merkst dir das, weil ich glaube, ich kann mir das nicht alles merken. Was wo ist. So, hier ist... Ja, hier kann man ja mit den Wänden gucken. Ja. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass hier in jedem Raum neue Dialoge kommen. Mhm. Okay, das ist ganz klar, das wird dann Rundgang. Ich glaube, hier hatten wir die Probleme. Das ist einfach nur der lange Flur. Ja. Wo es hier abgesperrt ist. Sie, nicht abgesperrt, sondern alles mit Paletten zugebastelt. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Aha. Hm. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. Ja, ich werde auch bald verrückt. Ja, und ganz oben brauchen wir ja nicht gucken. Da war, glaube ich, nur noch das eine Räumchen mit dem Dachboden. Ja, das ist hier der Dachboden. Mhm. Ich gehe trotzdem noch mal gucken für den Fall, dass da noch irgendwie ein Dialog kommt. Konnte man da irgendwas machen? Das hat so komisch geschimmert. Oder täuscht das? Das täuscht, glaube ich. Du darfst nicht so flüstern. Ja. Aber wo ist der, wann ich, wenn wir durch das andere Haus gehen, da irgendwo ein Schreibtisch mit ganz vielen Büchern? Ach nee, das ist ganz oben, ne? Wir sind hier gerade ganz oben. Ja, das Zimmer meinte ich. Da ist so unterm Fenster dieser Tisch mit den ganzen Büchern. Ach so. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Na, der macht mir Hoffnung. Jetzt ist auch noch die Musik weg. Ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt alles gehört. Und gesehen. Ja, da gehe ich schwer von aus, weil sonst hätte er da nicht gespeichert. Ja. Gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wie das Haus aussieht. Dann versuchen wir das mal mit dem anderen Haus. Ja. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Das haben wir schon gelesen. Wir können ja jetzt hier auf der anderen Seite mal raus. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Wasserpumpe. Und, was ist das? Eine alte Schüssel. Irgendeine Unkrautschüssel. Gut, dann würde ich sagen, ab zum anderen Haus. Und dann müssten wir eigentlich das Rätsel geschafft kriegen, wa? Eigentlich, ja. Wir waren ja beim letzten Mal schon nah dran. Ja. Da geht's auch noch mal weiter. Mhm. Und dann haben wir den Haus, den... Mann. Was? Dann haben wir ja den Aufzug da hinten auch noch, wo wir bisher noch nichts machen konnten. Ja. Wenn der überhaupt aktiviert wird, zu werden. Ich wollte gerade sagen, wer weiß... Aber denke ich schon, weil da unten stand ja noch ein Gebäude. Ja, aber vielleicht ist das einfach auch nur zum Angucken von außen. Ich finde das so geil, dass man hier sehen kann, wo wir schon drüber gelaufen sind, da hinten und so. Ja. Das sieht schon extrem weit aus, was wir da zurückgelegt haben. Mhm. So, dann probieren wir es einfach nochmal. Lesen brauchen wir den Text hier ja nicht mehr. Nein. Die Zitat der Hölle. So, dann auf. Er lädt schon wieder nach. Mhm. Furchtbar. Fupp. So, wir fangen am besten hier an. Nein, der war's nicht. Der war's. Sehr schön. Dann war hier, glaube ich. Der war's nicht. Der war's nicht. Da. Scheiße, den Raum habe ich vergessen. War doch der mit dem Tisch, ne? Ich meine ja. Der müsste es gewesen sein. Ja, war richtig. Ich wusste es jetzt auch nicht mehr. Ich bin etwas verwirrt. Ich kann mir sowas immer so schlecht merken. So, dann können wir hier auf der Seite. Das war ganz einfach. Das war der. Aha. Wir gucken nochmal eben durch. Ja, das ist das.
Damit haben wir das auch schon mal gemacht. Okay. Damit haben wir auch das erste Stockwerk soweit fertig. So, jetzt machen wir hier den Rundgang. Der war es nicht. Da muss man eben kurz gucken. Okay, der ist es. Ja, ich musste erst gucken, so mit den Wänden und so. So, der war es auch nicht. Nein. Das auch nicht. Das war es dann gewesen sein. Genau. Und hier kommen wir jetzt nämlich jetzt wieder in den Flur. Ist das hier die Treppe? Ja. Also der. Ja. Genau, jetzt haben wir hier den Rundgang soweit erschaffen. So, hier hatten wir den anderen langen Flur, ne? Mhm. Der war es. Gucken nochmal durch, ne, das war unten. Der. Das hier war das mit den Paletten. Das, ne? Ja. Ja. So, was war das? Das war der nicht. Das war der nicht. Müsste ja der sein. Ja. Ja. Genau. Das war der, der hier so komisch um die Ecke ging. So, und dann haben wir im Grunde nur noch ganz oben den Dachboden. Dann müssten wir eigentlich durch sein. Eigentlich. Ich hoffe nur, das stimmt. Aber normalerweise müsste das stimmen. Ja. Ja? Der. Ja. Okay, und jetzt? Können wir jetzt irgendwas machen? Ich weiß nicht. Also hier kann ich nichts lesen. Oh, was ist das denn? Kommt jetzt das geheime Zimmer? Ah! Cool. Okay, dann mal durch. Wie geil. Finde ich auch irgendwie... Was? Oh. Geheimes Zimmer. Das, jetzt kommt bestimmt wieder eine von Ethans Erinnerungen. Es könnte... Hängt da um Fledermäuse rum? Nee. Raben. Das sind tote Raben. Was ist das denn? Komisches, hässliches Baby, was telefoniert. Oder was ist das? Nein, das ist die Nabelschnur. Ah, okay. Bäh. Die ist ja pfui. Na gut, dann würde ich sagen, lesen wir mal hier den Text. So, wir drehen eben das einmal. Das muss ich jetzt wieder lesen. Ach du Heiliger. Ja, das ist eine... Wie ein Treppenhaus von oben. Oder ein Minenschacht. Oder ganz viele Türen hintereinander. Gut, du liest mal. Ja, ich wieder. Halt, hör auf dich zu drehen. So. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm, aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbannten das Haus des Zauberers. Doch der Verbrannten? Mein Gott. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Aha. Habe ich doch glatten Buchstaben überlesen. Dann ist also das Haus, was da gebrannt hat, nicht das Haus von Ethan und seiner Familie gewesen, sondern das Haus vom Zauberer. Ja. Ja, das, wo wir jetzt drin sind. Mit diesem verborgenen Zimmer. Nein. Ja. Why are you standing there? You spying? No. No. What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. Freaking everyone out. Okay. Mhm. Ja. Da liegen jetzt mehrere Sachen zum Lesen rum, ne? Ah, und wir sind jetzt hier irgendwo anders. Jetzt sind wir bestimmt in dem geheimen Raum an dem anderen Haus. Ja, wer weiß. Wir sind ja jetzt nicht mehr in dieser komischen... Verstehst du? Ja. War das der Brief, den wir gelesen hatten? Ich glaube ja. 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 Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus, das Bild. Andere Farbe hat das jetzt. Ja. Das war der Text, ne? Ja. Ja, okay. Gut, dann haben wir den nächsten hier. Gucken wir mal, was da steht.
Ein Zeitungsausschnitt, na bravo. Ja, schick. Schauen wir mal. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Oh je, von Daniel Josephson. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Ogden den Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brauerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaffel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmugglervorhabens handeln. Obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Polizisten vor Ort bargen eine halbe Gallone schwarz gebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. Aha. NASA startet ATS-6-Satelliten von der Associated Press. Cape Canaveral, Florida soll das wahrscheinlich heißen. NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellit 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Mann, Mann, Mann. Aber das könnte auch wieder ein Zusammenhang zu der Weltraumgeschichte sein, die wir im zweiten Part hatten. Mhm. Wir legen es erstmal zurück. Und ich würde sagen, wir verlassen mal hier den Raum. Hier war ja sonst so nichts, ne? Hier hängt jetzt so... Das ist auf jeden Fall eine Distille. Hier hängt jetzt so auch nichts mehr an der Decke. Hier, das meinst du, oder was? Ja, ja. Ah. Das sind so die Gerätschaften zum... Okay, schauen wir mal. Wo kommen wir jetzt raus? Auf dem Dachboden? Weiß ich gerade nicht. Ja, wo sind wir hier? Ah, wir sind jetzt, ich glaube, in der oberen Etage von dem kleinen Ach, von dem kleinen Haus. Stimmt, hast recht. Das ist ja interessant. Habe ich gar nicht beim letzten Mal gesehen, dass hier ein Schrank war. Wir waren, glaube ich, auch in dem Haus gar nicht oben. Doch, waren wir. Wir haben hier auf dem Balkon haben wir schon runtergeguckt beim letzten Mal. Ah ja, stimmt. Wo ich ja noch gesagt habe, so nichts für mich, Höhenangst. Ja, genau. Ja, du, gut, das war jetzt ziemlich nichtsaussagend, hat uns jetzt nicht sonderlich weitergebracht, außer dass wir ein paar Informationen wiederbekommen haben. Ja, also in dem anderen Haus muss wohl ein Zauberer gewohnt haben und das haben die Leute dann niedergebrannt. Und das heißt für uns, wir können jetzt... Was ist das denn? Der Tisch ist weg. Ja. Das ist ja interessant. Das heißt, das Rätsel haben wir gelöst. Ja, denke ich auch. Das heißt, wir könnten jetzt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt entweder den Weg runter oder den Weg hoch nehmen. Weil, oder können wir jetzt mittlerweile beim Aufzug was machen? Da gucke ich nochmal eben. Einfach mal kicken. Weil das ist ja so bei dem Spiel, dass da teilweise auch Sachen erst zu machen sind, wenn man da bestimmte andere Sachen gemacht hat. Ja. So, ich renne mal ein Stück hier. Ja, aber nicht, dass das wieder anfängt so zu haken. Ja, deswegen renne ich ja auch nicht durchgehend. So, wir gucken mal eben. Und dann darfst du am Anfang des nächsten Parts entscheiden, oder du kannst das jetzt schon entscheiden. Nee, entscheide mal jetzt noch nicht, wir machen einen kleinen Cliffhanger. Denn ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 19 Minuten, liebe Freunde. Haben jetzt zwar noch nicht allzu viel geschafft, aber ihr könnt euch auf jeden Fall in 2 Tagen auf den nächsten Part freuen. Kann man da eigentlich runterfallen? Nee, kann man nicht. Ja, besser ist es. Und hier drücken kann man auch noch nichts. Ja, es sind keine Knöpfe da, da kann man auch nichts drücken. Gut, liebe Freunde, dann würde ich an dieser Stelle sagen, machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao.